Hallo Hübschen, wir haben 3 Uhr. Carlos und ich sind schon wieder wach. Oh. Ich weiß nicht, wie ich jemals wieder gesund werden soll. Ja, jammer, jammer. Aber ey, mir geht's echt richtig schlecht. Jetzt ist schon die dritte Nacht, dass der Carlos nachts so wach ist. Und ja, ich hoffe, dass es heute nicht so lange wird und er gleich einschläft wieder. Und ja, ich habe hier im Hintergrund Big Bang Theory laufen. Und der kleine Carlos spielt hier ein bisschen und ja, ich bin total fertig. Hey, scharf machen. Ich habe schon heute Nacht guten Morgen gesagt. Guten Morgen nochmal jetzt um 8:09 Uhr. Ich war Guten duschen. Morgen. Ich war noch nicht duschen. Du warst noch nicht duschen. Nee. Und Joanna ist schon in der Schule. Der Carlos ist dann irgendwann, habt ihr ja gesehen, glaube ich, 4:30 Uhr, 4:15 Uhr so, eingeschlafen. Juhu. Wie lange war der denn diesmal wach? Eine Stunde war ich dann mit dem unten, glaube ich. Ach, nicht so lange wie vorgestern. Vorgestern war 3 Stunden. Läuft ich hier. Ich bewundere Rosi, dass sie das so kann. So. Also ich sag immer, das war immer der Vorteil, auch als Rosi gestillt hat. Ich stehe morgens auf und bin topfit, wenn ich durchschlafen kann. Und ich bewundere Rosi, dass die das kann, wenn die Nacht so eine Stunde, anderthalb wach ist oder zwei manchmal oder so. Ich kann Ja, das. passt schon irgendwie. Muss ja weitergehen, das Leben. So, und wie heißt das? Hat man sich so ausgesucht mit 3 Kindern, da muss man da jetzt nicht, da muss man jetzt einfach mal durch. So, Zähne Deshalb ist es so schön, dass zusammenbeißen. du nachts dann aufstehen kannst und Ja, nicht schön. früh. Ich finde das auch total schön. So, jetzt wird Wir viel ergänzen fertig uns gemacht. da ja. Und zwar werde ich jetzt hier die leckeren Muffins auf diese schöne Serviette packen. Und dann können wir gleich auch schon die Lamia wach machen. Denn die muss ja gleich in den Die müssen wir Kindergarten. jetzt langsam Muss nämlich machen. ja geschminkt werden. Die muss noch frühstücken. Ich muss mir die Haare föhnen. Und ja, ich denke, heute komme ich aber nicht drum rum, irgendwas einzunehmen. Ich werde mir gleich auf jeden Fall so ein Aspirin-Komplex da reinpfeifen. Denn sonst werde ich die Karnevalsparty von Lamia nicht überleben. So, und jetzt werden wir das hier schön anrichten. Und du, Troublemaker? Hä? Bist du Troublemaker? Und du, was auch, du kriegst keinen Muffin, mein Schatz. Du kriegst keinen Muffin. Nein, nein. Das hast du nicht. So, du hast ja schon gefrühstückt, Quentin. Du magst doch gar keine Muffins. So, Schokolade. So, sieht schon mal sehr schön aus. Hoffe ich dazu. Aber ich muss mir irgendwie eine andere Dings noch holen. Das ist jetzt hier irgendwie so was Billiges. Für Muffins gibt es ja auch so extra Dinger, so Behälter. Ja, aber egal, das reicht erstmal. Damit bin ich auch ganz gut klargekommen bis jetzt, ne? Warum dann Neues kaufen eigentlich? So ein Schwachsinn. Okay, ich glaube, das wird reichen. Den einen, den lasse ich hier für Joey. Und jetzt wird es zugemacht. Oder ich lasse noch auf, dann kann der mir sich das angucken. Die freut sich da nämlich schon voll drauf. So, die kleine Minimaus ist fertig. Schau mal so. Super siehst du aus. Du kennst doch Mickey Maus Wunderhaus. Wie macht die Mickey Maus denn? Minimaus immer. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Ich bin's. Mickey Aber das ist Maus. Mickey, nicht Minnie, ne? Du Kommt bist ihr ja mit mir Minnie. in mein Wunderhaus? Du siehst so süß aus. Also, du bist Minnie oder bist du Mickey? Minnie. Minnie. Hätte die Zoe als Daisy gehen müssen. Ja. Daisy und Minnie. Und der Samuel als Mickey. Süß. Sollen wir los? Party machen? Nee, die Muffins vergessen wir nicht, keine Sorge. Die bleiben hier bei Papa. Nein. Nein. So, wir sind wieder zu Hause. Wir haben jetzt 10:12 Uhr. Brav werden, bitte. Ich war jetzt 1 Stunde einkaufen. 1 Stunde hat das jetzt gedauert. Ich habe ja gestern geplant für 5 Tage. Und das ist jetzt alles Essen für 5 Tage. Plus noch so Zeug, was man halt so braucht, ne? Eine Birne. Eine Birne für den Smoothie, ja. Ich habe Birnen isst man, da isst doch hier eh keiner. Sind ja nicht so lecker im Moment irgendwie oder überhaupt dieses Jahr. Was wollte ich sagen? Warte, was das gekostet hat. Ich hoffe, wenn du das alles auspackst, siehst du erstmal alles. Wo warst du denn? Bei Real. Bei Real. 100 Fünf Tage Essen. 100 Euro. Ne, 85 Euro. Ja. Da musst du minus 5 Euro für die Zeitschrift, minus 5 Euro für die Ohren. Für Ohren. Ja, Hasenohren Ach für so. mein Kostüm für heute.
10 Euro, also 75 Euro. Für 5 Tage Mittagessen. Was war HelloFresh für 3 Tage? 50 Euro oder was, ne? Oder irgendwie sowas. Krass, ne? Plus ich habe ja noch mehr eingekauft. Also das ist ja jetzt noch für Smoothies und sowas alles, ne? Echt krass. Ja, da ist alles drin. Packen wir jetzt aus und einräumen und sortieren. Und dann wird gefrühstückt. So, ich habe jetzt hier einen Immunbooster gemacht. Zitrone, Ingwer, Honig und aber kalt, das ist mal ein anderes Rezept. Also die Zutaten sind die gleichen, nur dass es nicht warm gemacht worden ist. Ich denke mal, weil das einfach schnell gehen soll. Und ja, ich habe ja auch 5 Tage verschiedene Immun-Smoothies, Energie-Smoothies, Detox-Smoothies mit reingeplant und dementsprechend auch eingekauft. Und heute gibt es erstmal ein Immun-Smoothie für Dominik und für mich. So. Yummy, yummy. Bin gespannt. Einmal. Ja, wenn man das frisch macht, ist das auch nicht mal verkehrt. So. Die hauen wir uns jetzt rein. Und weil es auch hübsch aussehen soll mit Strohhalm. Tada! Grippe AD! So. Und jetzt werde ich meinen Immun-Smoothie kalt genießen und glaube ich erstmal auf die Couch gehen und mich ausruhen, weil ich ja heute Nacht wieder Party gemacht habe mit dem Carlos. Der schläft übrigens und ich probiere mal. Da ist ziemlich viel Honig drin. Oh, ist das scharf. Heide Witzka. Da kannst du aber auf dem Stuhl. Party. Wer ist bitte Aspirin direkt? Mach direkt hier so ein Ding. Dann geht's. Boah, ist das scharf. Probier mal. Kann ich die Augentropfen nehmen? Ja, klar. Machst du mir das gleich? Kann ich machen, ja. Das ist besser dann im Liegen. Und ja. Ich habe auch dicke Augen, glaube ich, ne? Hier und hier. Habe ich das Gefühl? Mag ich nicht. Nicht? Würde ich jetzt noch nicht sagen. Müde Augen, aber nicht dicke. Ach, müde kann doch gar nicht. Probier mal hier einen Schluck. Ich habe doch geschlafen. Brauchst du keine Augentropfen mehr. Dominik ist übrigens zu Hause am Arbeiten. Prost. Prost auf die Gesundheit. Was ist denn alles? Ist gut. Ingwer, Zitrone, genau dein Ding. Nierenstein, kick in ass. Ingwer, Zitrone und Honig. Also alles schön antibakteriell. Immunbooster. Und Wasser. Ja, kann man trinken. Ja, ne? Sollte man trinken. Morgen gibt's als anderes. Irgendwas mit Rucola und Erdbeeren, glaube ich, war das. Dieses Auge hat irgendwas. Ne? Dieses Auge. Dieses Auge hat irgendwas Zucker gekriegt. Ja, ich dachte, das verschwollen ist und so. Verschwollen, verschwommen. Also, ja, nee, verschwommen. Habe ich verschwollen gesagt? Ja. Verschwommen. Also ich sehe auf dem linken Auge verschwommen. Oh, nicht gut. Dann machen wir Augentropfen rein. So, wir sind ein bisschen draußen. Wir haben uns entschieden, ein bisschen spazieren zu gehen. Carlos ist nämlich wach geworden von seinem Vormittagsschlaf. Dick eingepackt mit Handschuhe. Quentin ist auch dabei. Ne? Kennst du Geocaching? Geocaching, ja. Das hat mit dem Handy, ne? Kein irgendein Spiel, glaube ich, ne? Schnitzeljagd mit dem Handy. Da steht ein Eimer dazu. Aha. In einem Baum. Ausgehöhlten Baumstamm. Ja, ist, glaube ich, Schnitzeljagd mit dem Handy. Wo hast du das denn jetzt gefunden? Hier, ich habe das gesehen, zufällig. Da steht ein Eimer drin, da steht oben ein Zettel, dieses kein Müll, sondern gehört zu einem Spiel. Okay. Mehr Informationen unter geocaching.com. Ja. Nee, ist so eine Schnitzeljagd mit dem Handy. Meine ich. Deutschland halt, oder? Ja, ja. Ich weiß noch, dass da am vielleicht ist das Soldatenfriedhof da unten, wo der Adler ist, ja, da ist auch was. Meine ich. Aber dieser Foto, bei dem Fotowalk, ja, hatten wir ein paar gefunden. Es ist schon knackig kalt, aber Gott sei Dank scheint die Sonne, das könnt ihr nicht sehen. Doch, ihr seht den blauen Himmel. Es ist nicht so düster. Jetzt seht ihr das schön im blauen Himmel. Tut auf jeden Fall sehr gut, mal rauszukommen.
und dass die Sonne mal scheint. Das direkt, habe ich gesagt, so eine Streicheleinheit für die Seele, wenn die Sonne mal rauskommt. Ich habe mir im Fernsehen gesagt, es ist der dunkelste Winter seit 20 Jahren. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr langer Zeit. Es ist ein sehr dunkler Winter. Die Sonne kam sehr selten raus. Deswegen werden die Leute auch alle so viel krank. Kein Vitamin D, kein... Man hat direkt andere Laune, wenn die Sonne wenigstens draußen ist. Kalt ist ja okay, muss ja auch sein, aber so richtig grau. Dominik hat gesagt, das ist so, als wenn gerade jemand das Licht angemacht hätte draußen. Hallo Welt, hier bin ich. Ja, finde ich schon. Tut auf jeden Fall gut. Auch wenn es arschkalt ist. Wir haben minus 1 Grad oder so, hat das Auto heute Morgen auf jeden Fall angezeigt. Und Akku ist leer, sehe ich gerade. Und ja, wir laufen jetzt noch ein bisschen. Machen uns dann auf den Weg nach Hause. Jetzt kann ich gleich auch schon Mittagessen kochen. Ich weiß zwar nicht, wie spät wir haben. Ich habe vergessen, meine Uhr anzuziehen. Oh, ich glaube halb eins. Nee, nach 12 schon. Wir hätten gerade schon Viertel nach. Ja? Ja, müssen wir jetzt so halb eins, Viertel vor eins haben. Mache ich gleich das Mittagessen. Und dann kommt die Joanna, die bei mir bleibt, ja, bis 4. Und dann danach kann ich dann zum Kindergarten gehen. Muss mich auch noch umziehen und schminken. Und als Mickey Maus, wie ein Partnerlook. Und dann geht's ab in den Kindergarten. Eine Stunde noch da Karneval feiern. Und dann muss die Joanna auch zum Handball heute. Und dann ist der Montag auch schon wieder gelaufen. Das geht so schnell. Wahnsinn. Ne, Carlos? Hä? Jo, wir sehen uns dann gleich zu Hause beim Kochen. So, ihr Lieben, habe mich fertig gemacht. Letzter Look von mir. Haha, ich bin auch Minnie Maus. Und was Make-up so kann, ne? Wenn man bedenkt, wie ich gerade aussah. Kannst du das bei mir auch? Ja, bestimmt. Bisschen Concealer, bisschen Augenbrauen zupfen. Siehst du aus wie frisch geboren, wie neugeboren. So, ich muss jetzt los. Ich wollte euch nur mal mein Outfit zeigen. Lamias Outfit habt ihr ja schon gesehen heute Morgen. Und vielleicht kriegen wir ja noch ein Partner-Outfit-Foto heute hin. So sehe ich es aus. Leider trägt das Ding hier ein bisschen auf irgendwie. Dafür, dass ich abgenommen habe, sieht das eher aus, wenn ich zugenommen hätte. Aber gut. Ja, ist so ein Tellerrock und darunter ist so ein, keine Ahnung wie das heißt, auf jeden Fall so ein Unterrock. Und jetzt geht's los. Guck mal, was der Carlos hier gemacht hat. Der ist schmutzig. Ah, bis später. Hello, hello. So, bin wieder zu Hause. Hab noch mein Dings fertig gemacht. Ich habe das nämlich gar nicht gemerkt. Ich war draußen. Guck so in den Autospiegel, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ich musste wieder zurückrennen, weil ich nämlich vergessen habe, meine Mausnase und meine Mausehaare zu machen, mein Schnurrbart. Ja, der ganze Aufwand eigentlich eher für nichts, denn nach 10 Minuten hat die dann mir keine Lust mehr gehabt und wollte nach Hause. Die war jetzt kaputt und jetzt sitzt sie da und schreit. Und die ist müde. Bis 4 Uhr im Kindergarten ist auch lang, ne? Ja, mal hier. Hast du was Schönes geschrieben? Ah, oh, toll! Liebe Mama! Oh, liebe Mama steht da! Liebe Mama! Ja! Was machst du da, Mausi? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, dass der Papa nicht da ist, keine Ahnung. Carlos ist da und spielt. Joanna macht keine Ahnung. Musical.ly tanzt. Kann ich mal gehen? Ja, wenn du möchtest. Jetzt kannst du. Ich musste mich nämlich nochmal umziehen. Und ich habe jetzt hier wieder Pulli und Jeans an. Ich habe mich umgezogen. Karneval ist ja vorbei. Super. Applaus, Applaus. Ganz, ganz toll. Ja, Dominik ist kurz zur Apotheke gefahren wegen seinem Auge, um sich Augentropfen zu holen. Ich habe den zwei Augentropfen gegeben, aber die vom Carlos. Ich glaube, die helfen nicht so wirklich, deswegen, ich glaube, der hat irgendwie Zug abgekriegt und ich hoffe, dass er keine Bindehautentzündung hat. Und, ja, super. Hast du schön geschrieben. Jetzt muss ich was schreiben. Was soll ich denn schreiben? Aber bitte hier ganz, was ich gemacht habe. Okay. Mama. Es ist wohl aussichtslos. Nein. Es gibt drei Dinge, die der Welt signalisieren. Ich habe einen Freund und ich habe ihn nicht erfunden. Zusammenpassende Kostüme, Knutschflecke und Sexvideos. Ja. Wie sieht's aus? Was sind Knutschflecke? Ja. Gut. Super, oder? Gut.
Okay. Müde Maus.